und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, heute werden wir nochmal zu der Kuhweide fahren. Wir haben ja in der letzten Folge die Kühe dort gemolken und heute werden wir dort erstmal die Milch abholen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich. Steigen mal hier ein in unseren Glas. So. Und besorgen uns jetzt erstmal den passenden Tank dafür. So, der müsste, glaube ich, hier oben stehen. Schauen wir mal, ob der hier oben steht. Ja, da steht er auch. So, einmal hier rückwärts ran. So, können wir das Ganze gleich mitnehmen. Ja, da werden wir jetzt erstmal losfahren zur Kuhweide B. Denn da steht ja unser mobiler Melkstand. Ich hatte ja auch schon gesagt in der letzten Folge, man könnte sich ja auch mehrere solche mobilen Melkstände kaufen. Ich finde, ja, so 10.000 Liter ist jetzt nicht gerade viel. Vielleicht werde ich mir auch noch mal einen zweiten kaufen, so dass wir dann, wenn wir hier wieder richtig viel Milch haben von unseren Kühen, dann natürlich auch mehr abpumpen können. So, dann fahren wir jetzt hier wieder rein. So. Steigen jetzt hier einmal aus. So, machen hier alles auf. Tür zu. Und dann fahren wir jetzt erstmal hier hin. Ah, da will eine Kuh hier irgendwie rein. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Einmal hier rückwärts ran. Ich glaube, das reicht schon. Steigen wir mal jetzt hier aus. Und werden jetzt hier... Ja, wir müssen noch ein bisschen zurück. Definitiv. So. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier stehen. Ich glaube, das reicht. Ja, wir schließen jetzt hier den Schlauch an. Und werden jetzt uns quasi... Ehe die 10.000 Liter rüberpumpen in unseren Fass. So. Machen wir das Ganze hier mal dran. Einmal hier. Und einmal hier. Gut, dann machen wir hier noch den Hahn auf. Darf man nicht vergessen. So. Steigen jetzt hier nochmal in unseren Glas und werden jetzt nochmal ein Stückchen vorfahren und drücken jetzt einfach die R-Taste. So, jetzt wird das Ganze hier übergeladen. Schauen wir mal. Ja, das läuft. Und hier können wir auch gleich nochmal einsteigen und starten hier den mobilen Melkstand gleich nochmal. Ja, das Ganze geht jetzt hier nicht, so wie ich das eigentlich vorhatte. Ich glaube, das ging bei den anderen, dass man hier quasi einsteigen kann und hier auch gleich wieder die Kuh hier melken kann. Also müssen wir jetzt erstmal warten. Ja. Kommt erstmal die Kuh hier auf uns. Also schauen wir mal. Ja, viel ist es ja nicht mehr. So, jetzt haben wir es gleich. Ja, jetzt. Haben wir jetzt hier 10.000 Liter hier drin. Dann machen wir das Ganze gleich wieder zu. Hier machen wir den Schlauch ab. Hier auch.
So, dann machen wir uns den hier gleich wieder dran. Und jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Vielleicht geht das gerade nicht, wenn wir hier uns die Milch hier überladen. So, schalten wir das Ganze gleich wieder ein. Und drücken jetzt die R-Taste. Und dann wird der Tank hier wieder aufgefüllt. So, schauen wir mal. Ja, genau. Das passt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt fahren wir erstmal wieder zurück auf unseren Hof. Wieder noch die Tür zu. Ja, eigentlich schon eine ganz coole Sache, finde ich. Bloß der Tank ist so klein, also 10.000 Liter. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja schon gesagt in der letzten Folge, vielleicht wird das hier nochmal ein bisschen gefixt, dass wir hier quasi auch mehr in den Behälter reinbekommen. So. Wie gesagt, ja, was sind 10.000 Liter? Das ist ja nichts. Wenn wir jetzt hier viel Milch haben von unseren Kühen, ja, da ist wirklich dann 10.000 Liter eigentlich nichts. Gut, ja, fahren wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Wir werden jetzt gleich mal bei der Käserei vorbeischauen noch. Müsste, glaube ich, auch schon wieder was fertig sein. Und wir müssen unbedingt mal zu den Ziegen fahren und dort Ziegenmilch holen, damit wir hier natürlich auch weiter Ziegenkäse produzieren können. So, schauen wir mal. Können wir eigentlich auch gleich hier überladen. So, stecken wir mal hier aus. Schauen erstmal hier rein. Ja, da ist noch was drin, das passt. Können hier gleich den Käse wieder hier auf unsere Palette tun. So. Ja, gucken wir mal, ob der Schlauch hier passt. Will hier drankommen? Nee. Da müssen wir noch mal ein bisschen korrigieren, das Ganze. Steigen jetzt hier noch mal ein. Fahren mal etwas rüber. So. Und machen uns jetzt hier den Schlauch gleich dran. Ja, wenn es auch geht. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss hier erst nochmal abmachen. Und jetzt hier ran. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Schlauch hier. Ich glaube, wir nehmen mal unseren, den wir hier drauf haben. Ich glaube, irgendwie ein Schlauch war auch mal kaputt. Also der ging überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben hier das gleiche Problem wieder. So, jetzt haben wir das Ganze hier dran. Und jetzt können wir erstmal hier unsere Milch hier überladen. Stecken wir mal hier noch ein in unseren Glas. Und habe ich wieder was vergessen? Wir müssen hier ja erstmal noch alles aufmachen. So, aber jetzt sollte das Ganze auch klappen. Gut, haben wir das auch geschafft heute. Ein bisschen, ja, kompliziert hier. Bisschen was vergessen, aber es macht ja nichts. Jetzt klappt das Ganze und wir können hier unsere Milch erstmal überladen. Haben wir gleich hier wieder ein bisschen was drin. Und ja, hier kann erstmal die Produktion gleich weitergehen. Gut, dann haben wir ja auch bei den Livestream haben wir ja hier auch Butter hergestellt. Die müssten jetzt auch voll sein. Jawohl.
Dann nehmen wir uns schon mal die Fässer und stellen uns die gleich hier vorne hin. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann werden wir dann in der nächsten Folge erstmal Butter wegfahren, würde ich sagen. Und natürlich auch Käse. So. Und können dann hier später wieder Butter produzieren. Da habe ich ja auch was gezeigt im Livestream. Und ja, das zeige ich euch dann auch nochmal in den Let's Plays. Gut, dann haben wir uns die jetzt erstmal hier hingestellt. Und dann würde ich sagen, ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.